So, Servus und grüßt euch zur ersten kleinen Farmvlog hier aus, habt ihr schon gesehen, war ich in Samoyed, wunderschön Österreich mittendrin. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, einmal ein bisschen was von meinem Hauptort zu sagen, ein bisschen YouTube zum nebenbei machen. Ja, wie gesagt, ich bin dort eigentlich ein bisschen am Berg dran, würde ich mal sagen. Runtes Tal. Ja, da dran, das ist jetzt im Prinzip mein Hauptort, da fahrt man rein, da haben wir einen kleinen. Kleinen See da, mein Haus, ein paar Heuner. Ich hab das wahrscheinlich schon gehört, ich hab hier 12 Stück. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch erstmal die zwei Sachen hier, habt ihr schon gesehen. Ich habe einmal einen Fanfarmer 3.8er LSA. Bei dem ist tatsächlich das Problem, der hat jetzt gerade was an der Kupplung. Und ja, den kann man jetzt gerade nicht mehr so gut nehmen, der muss jetzt dann demnächst mal zum Reparieren noch. Dann haben wir noch einen Betrag 1400er Turbo. Ja, der stärkste Diesel am Hof, 140 PS. Wird zum Flügen etc. eingesetzt. Dann haben wir da 8 Kubik, glaube ich. Ich weiß gar nicht, sind es 8 Kubik? Ja, doch, 8 Kubik. Wasserfassel, Edelstahl. Für die Kühe zum Wasserbringer, auch Seilwinden, Taifun-Seilwinden, große. Ja, da liegt noch ein Schaufel da, für Stall. Dann können wir mal da vorne schauen, muss dann nochmal nachschauen. Auf jeden Fall da, das ist also im Prinzip der Kuhstall da drin, die Kühe sind da hinten. Dann haben wir einmal einen Fan Farmer, beziehungsweise Fan Farmer, einen Fan Favorit, ZS Dobomatic. Ist einer von den ältesten Diesel da am Hof da, Stall Super 1. Frontlader drauf, ein Ballenspieß, das passt soweit. Da drinnen haben wir noch einen Striegel und ein paar Ballen, drei Silageballs, war Stroh, glaube ich, ein bisschen was groß und high noch. Da haben wir noch ein bisschen lose Sachen rumliegen, wie gesagt. Da ist der Kuhstall drin, da sind sie jetzt gerade drin, da habe ich noch einen Silageball und einen Heuballen drin. Da habe ich jetzt vorhin erst ein bisschen eingestanden, ein bisschen was zum Geben. Auf jeden Fall, ja, für 12 Stück hier dürfte bloß auf jeden Fall rauchen. Ja, da haben sie ein bisschen einen schönen Auslauf. Also, zwar ein bisschen steil, aber ja, mei. Kann man halt nicht ändern am Berg, oder? Aber wie gesagt, 12 Kühe. Laufe jetzt dahinter umeinander. Ja, dann können wir gleich nochmal dahinter schauen. Und zwar haben wir da, weil ja klar, der Fan Farmer, beziehungsweise ja, der 3er, braucht ja einen Ersatz und dafür habe ich mal von dabei war ein Fan Farmer 39er CI gekriegt. Ja, ist jetzt halt der neueste, aber bin halt immer überlegen, ob ich den vielleicht statt einen Fan Farmer nehme. Ich muss halt mal schauen, beziehungsweise statt einen alten Farmer. Das ist so ein Farmer, aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, den haben wir jetzt erstmal bloß testweise da. Der ist jetzt ein paar Monate da, ich weiß jetzt nicht wie lang. Müsste genauer nachschauen. Auf jeden Fall, ja, die können schon hinter die Führer laufen, also an Wiesenfläche haben sie genug. Jetzt mal wieder vorne da. Wenn wir nochmal schnell hinter die laufen. Auf jeden Fall, auf Nagelbauer gibt es seit 1950. Ja, seit sowas gibt es den Hof da. Der ist jetzt schon in der dritten Generation. Weil, ja, zuerst meine Großeltern, dann meine Eltern und ja, jetzt bin ich drauf. Dann haben wir einen, das ist einer von den relativ neueren Kipper. 13 Tonnen ist das, glaube ich, reich Kipper. Was jetzt gerade steht irgendwo drauf, ob es so 13 Tonnen ist. Na, sehe ich jetzt auf die Schnüre. Aber wenn wir da mal nochmal einen reich da. Zwei Achse. Ja, ich glaube, es ist das 16 Tonnen. Was geht, da wird auf jeden Fall ein bisschen zum Hort führen, wenn ich mal Hort führen durch gesetzt oder auch bei der Ernte. Oder das Ballenwagen, man kann die Seiten durch herumklappen. Und ja, 16 Tonnen. Bringt natürlich schon was. Dann haben wir einmal ein Kirchnerfassel. Ich weiß gar nicht, sind es. Ist das 7 Kubik? Ich glaube, müsste das 7 Kubik Kirchnerfassel sein. Oder nee, irgendwie sowas. Mit normalerweise Schleppschuhgestänge drauf. Ja, da bin ich tatsächlich einer von den ersten Bauern da in der Gegend mit Schleppschuh. Aber ja. Sind wir mal ein bisschen am Austesten, wie das Ganze ist. Da hinten Mischkram da, Gülle, Schleich, ja, hier, fleißig. Ja, dann war es das, glaube ich, soweit, was so drunter ist schon. Da können wir eigentlich mal nach oben gehen.
Darum stelle ich mich auch noch ab, wo es auch nicht, ob schon ein bisschen Durchspitzen gesehen. Da hinten haben wir noch einen kleinen Brunner da. Gutes als Bergwasser. Das ist gutes Wasser, sag ich euch. Ja, auf jeden Fall haben wir noch so einen kleinen Unterstand da. Da können wir zur Mähtechnik, einmal einen Ohrkreisel. Schwader. Glas. Ist das Glas? Ich glaube schon. Oder ich weiß gar nicht. Oder ist schon so alt? Aber ist glaube ich ein Glaswinter. Vierkreisel. Pöttinger Mähwerk. Eurocat. Ja, ist jetzt eh das Neueste, ist aber schon neu dazugekommen, weil vorher habe ich noch alt Pöttinger geholt, ganz alt, aber das ist schon so rohgekommen gewesen. Das ist zwar jetzt alles gebraucht, aber ist doch schon dick neuer. Der Grupper da ist auch relativ neuer. Köckerling normalerweise, 5, ist er 5 Meter glaube ich normalerweise, ja. Hier ist aber nicht Fluff und Quenneland ist auch relativ neuer, weil das alte ist auch, ja, mei. War halt doch teilweise schon ein bisschen was hin und ausnageln und alles. Zusammenschießen hat die alte, das ist immer noch die gleiche. Amazone, 2,5 Meter. Vorne habe ich jetzt, oh komm, wie heißt jetzt gleich wieder? Kreisling habe ich jetzt tatsächlich keine. Weil, ich habe da noch keine passende gefunden, ich habe bloß aber 3 Meter gefunden, 2,5 Meter habe ich jetzt noch keine gefunden. Ja, vielleicht, wenn ihr eh so eine wisst, gerne in die Kommentare damit, wäre natürlich sehr offen. Dann hat das auch noch einer von den ersten, ein Rauchdüngerstreuer, kleiner. Ja, reicht für unsere Gräser, würde ich mal sagen. Das passt auf jeden Fall. Ja, die sind wir schon, wenn ihr euch jetzt fragt, warum müssen das für das, dass die erste ist, schaut es aber noch relativ gut aus. Ja, mein Opa hat lange mit noch ganz alten gesehen. Die ist jetzt aber schon, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Jahr weg. Die ist jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, im Einsatz oder sowas. Ja, dann ist die alte vor 4 Jahren oder sowas weggekommen. Einmal haben wir nämlich selber nicht mehr so viel gesehen und haben bloß dann sein lassen noch und selber geerntet. Aber ja, ich will, oder beziehungsweise vor 3 Jahren haben wir dann eine neue, die wieder hier und dann passt es soweit. Aber wenn wir da hinten haben wir auch noch mal weit, da wo wir mit Kiona raus da können, wenn es denn jetzt da und schon angerost haben oder so weiter im Sommer. Da haben wir nochmal einen kleinen Acker da, ganz ein kleiner. Da haben wir so einen kleinen Unterstand, wo die Kühe einerseits nicht gehen, andererseits habe ich jetzt da einen alten Ladepunkt in Stafeiher. Ja, ist einer der erste, soweit ich weiß. Haben wir ein bisschen restauriert, weil der schaut, schaut schon neu aus. Er ist jetzt, glaube ich, das zweite Jahr, seitdem das wir ihn wieder hingekriegt haben, im Betrieb. Und, ja. Haben wir noch Wiesen da. Da sieht es einfach, da dreimal hat man schon einen schönen Ausblick, muss man schon sagen. Sieht man über die ganze Dinge unter da. Ah oh ja, haben schon ein schönes Platzler da dran. Ja, ich glaube, soweit habe ich dann fürs erste schon, glaube ich, gesagt. Ich habe jetzt gemeint, das wird ein bisschen länger, aber ja, da steht halt ein bisschen altes Grübel da. Das kommt dann noch alles mal weg da. Weil mit Jungviechern mache ich momentan nichts mehr, mit Jungkäferlein sprich. Das kann man dann meistens nicht wegräumen. Da das alte Fassler da kommt wahrscheinlich auch weg, weil ich habe keinen Gebrauch mehr dafür, außer man stellt es mal auf die Wiesen dann Daumen auf. Sieht man dann schon. Da haben wir so einen alten kleinen Unterstand. Da noch ein paar Holzbündel da, die brauche ich noch. Für das Eheharzen und so weiter. Ja. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das war's dann schon fast gleich soweit. Da wie gesagt mit der Bruna. Ja. Hab ich irgendwas vergessen? Glaub's nicht. Ne, glaube ich nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat die kleine Hofvorstellung da gefallen. Und ja, wir sehen uns dann schon bald im nächsten Farmflug hier. Auf jeden Fall, ich habe Spaß drauf, mit der GoPro rumlaufen und sauer mit aufnehmen. Und ja, ansonsten war es das von meinerseits aus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Farmvlog.